Herzlich willkommen, ihr Retards! Genau, herzlich willkommen! Heute machen wir wieder weiter Minecraft. Und es bleibt alles drin. Warte mal, zu viert? Ja, heute sind alle da. Wo waren wir stehen geblieben? Ist das jetzt nicht eine Testaufnahme? Nein. Beim Lager hier. Bleibt mein Retards also drauf, ich entschuldige mich, damit meinte ich eigentlich die anderen, nicht die Zuschauer. Ja, schön klar. Ja, ja. Kann man ja bei Willkommen, ihr Retards auch vermuten. Ja, natürlich, meint du uns. Ja, wir vertonen das einfach neu und dann wird die File einfach 10-mal so groß, wenn man sich Windows Movie Maker jagt. Genau. Ja, irgendjemand kennt die Geschichte ja. Ach so, der Bub ist ja die. Ja, der Bub wollte mir ein Dach bauen. Naja. Erst wenn die Mauer fertig ist. Der Bub wollte schnell eine Mauer bauen. Warten bis Tag ist. Weiß wieder oben. Okay. Ich könnte Fackeln brauchen. Jo. Ne, ist Blacky. Ich hab schon welche. Ich bring sie. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Esel. Das ist nur ein Esel. Der Esel ist gerade unter der Erde? Fragezeichen. So irgendwas. Nee, da geht's dann schon runter. Was denn? Nix, Blacky reitet auf seinem ersten. Ja, ich hab meine Tür nicht zugemacht, das heißt, unter Umständen könnten hier Retard-Geräusche von mir kommen. Hab ich nicht nennen möchte. Vom Kruzi-Rai. Ja, zum Beispiel. Ich mag die Esos-Geräusche, wenn Blacky drauf reitet. Klingt voll gequält. Ja, das arme Tier, ey. Oh, ja. Mist. Vielleicht halte ich mich mal hier dran. Ja, ich hab Ratten im Haus. Oh. Hast du in die Ecke gekackt oder was? Jetzt kommen die. Ja, genau. Wer kennt sie nicht? Die Ratten, die von Scheiße angezogen sind. Ja. Vielleicht sind ja süß duftend und das lockt die an oder so. Genau. War auch meine nächste Vermutung. Der scheiß süß. Ja, wer oh, weiß. Fuck. Wollte mir nicht irgendjemand Fackeln geben? Blacky. Ja, keine Ahnung, ich dachte, du wolltest ihm jetzt Fackeln. Ja, du hast ganz groß getönt. Ah, ich hab Fackeln. Ich brauch ein paar Stacks, 2 oder so, 3. Wer weiß. Oder du kannst sie auch hinsetzen. So die anderen. Ja, ja. Ist gut, dass der da oben die Mauer weiterbaut. Ich hab gesagt, ich warte bis Tag ist, sonst reißen die Oger wieder die Mauer ein. Das ist mir letztens schon passiert, da hab ich keinen Bock drauf. Ja, das ist leicht anstrengend mit den Ogern. Ja, getroffen, endlich. Ja. Ich hab, glaube ich, 10-mal auf dich geschossen. Also. Ich hab's gehört. Es hat immer nur Pum gemacht. So. Das hat Pum gemacht. Ja. Also, nicht so. Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir können überlegen, ob wir die Orga abschalten. Nein. Warum? Die Frage ist, kann man es vielleicht minimieren? Nein, ich habe tendenziell nichts gegen die Orga, aber wenn dann 5 Stück aufeinander stehen, finde ich es halt übertrieben. Ja, die Spawn-Chance minimieren ist sowieso egal, du spawnst sowieso im Rudel. Ja? Mist, echt? Ja, es gibt doch, die Spawnrate ist auch so, also es wird entschieden, was spawnt und dann wird noch entschieden, in welcher Menge sie spawnen. Und ich glaube, du kannst nicht die Menge bestimmen oder limitieren, nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie spawnen. Hm, weiß ich nicht. Also ich hatte halt kürzlich zum Beispiel in meinem Haus 3 Ogre und das finde ich dann halt auf der kleinen Fläche ziemlich penetrant. Ja, dann ausleuchten. ja. Und gerade dabei. Der Stein war so platziert. Naja, dann sind wir hiermit doch schon bald durch und dann können wir anfangen, hier drunter mal zu graben. Aha. Und beim wir meine ich mehr als mich, mehr Leute. Aha. Wen denn so? Ich weiß nicht, wer sich so hier anbietet.
Mauer bauen. Black Cast und Trill geht schneller damit. Ich muss ausholen. Zwei reicht. Nur bis dahin, wo auch Löcher sind. Ist jemand, oder haben wir Clay? Wir hatten mal welchen, ja. Den wollte ich für meine Mauer verwenden. Wir brauchen davon erstmal eine Leuferne. Das ist wichtiger. Nein. Schon. Vielleicht nicht. Nur egal, was du mit deinem komischen Leuferne hast. Genau. Gut, dann hören wir mit dem Lager jetzt auf, du machst was anderes, Blacky. Wenn sie empfindet. Ja. Ich krieg meinen Willen nicht, dann zick ich. Genau. So wie du. Ja, genau, das ist totales Argument, ey. Ja, ich mach dich nach gerade. Ja, sei geehrt. So. Ihr seid alles zicken, von dem her. Ruhe still. Ja, Blacky, du auch. Also, Karten ist ja eine tolle Aufgabe. Das. Ja. Eben das, was. Was wirst du eigentlich graben? Ein Loch drunter. Das wird Curry aufstellen können. Das dauert mir zu lang. Dass wir die hingestellt haben. Graben geht schneller oder wie? Ah. Wir wollen ja nur zwei tief. Da dauert es länger, das die Query aufzustellen, damit sie direkt unten drunter genau zwei tief gräbt. Ja, macht die ja nicht, kann die nicht. Das mit dem zwei tief war gerade zum ersten Mal erwähnt. Bevor war es nur Loch. Naja. Blackie hat ja nur gefragt, wie tief. Ist ja egal. Ja. Übrigens wird's am morgigen Tag wohl ein Special geben oder übermorgen, ich weiß gerade nicht. Welcher Tag ist denn heute? Mittwoch, ne? Am Freitag, auf jeden Fall. Am Freitag? Am Freitag werden dieses wird ein 200 Abo-Special kommen. Oh. Ja. Da kann man sich schon mal drauf freuen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video guckt, ist sogar schon Donnerstag, also kommt's morgen. Was gibt's da noch so? Oder ihr guckt es halt viel später und es ist schon längst draußen und. Ja, wer weiß. Was es da gibt, das sind ganz tolle Sachen. Lasst euch überraschen. Aha, aha. Noch nicht fertig, oder? Ist auf jeden Fall mehr als eine Stunde Videomaterial. Mehr als zwei sogar. Fucking. It's amazing. Ohne Yaki. Ohne Yaki natürlich, ja. Weil die guten Sachen machen wir ohne ihn. Ja. Ja. Bedpack schon leer. Yaki ist gerade Nacht. Nein. Einen Tag. Schade. Warum? Ach ne, passt schon. Aber vielleicht macht Yaki noch, ja noch ein Special mit seinem vollen Enchantress. Kein Special. Dann bist du aber langweilig. Ich hab einfach ich hab so 1000 Folgen auf Vorrat, ich könnte die alle hochladen, ja. Für das Special. Ja. Schon ein bisschen. Ja, nicht mein ganzes Feuer verbrauchen, ne? Ich glaube, ich verliere sowieso bald, aber. Echt? Nee, glaube ich nicht. Was denn? Naja, mir ist gerade noch was eingefallen. Weil ihr es ja mit Handy hochladet, warum ladet ihr es eigentlich nicht in der Uni hoch? Weil ich ein Notebook besitze. Ja, könnte man auch. Du lädst wegen dem Handy hoch. Ja, und? Ich habe aber keinen Bock, mein Handy mitzunehmen und nur den ganzen Strom dann zu verbraten, den ich dann habe, quasi. Nimm dein Ladegerät mit, der Fug. Das ist gerade interessant, seitdem ich Minecraft wieder angemacht habe, raged mein Lüfter wieder ab. Der wird jede Sekunde lauter. Ja, meiner ist auch auf Hochton drehen. Ich musste meinen Ton schon von der Musik lauter drehen, damit ich das nicht hören muss. Ich meine, mein Boden vibriert, glaube ich.
Geht gleich ab, ja, musst du aufpassen. Echt anstrengend. Hast du eine Idee für ein Dach, Plecki? Nein. Schade. Hast du Lust, eins zu bauen? Schade. Ich würde halt ein hässliches Holzdach bauen. Hässliches Relativ. Alles besser als das, was Wiki zustande kommt, oder? Genau. Bist wieder so freundlich heute. Ja, wieso? Ist das Wahrheit? Wenn du das so siehst. Ich muss mein Zeug nicht immer abreißen, weil es hässlich aussieht. Du bist halt nicht merkst, wenn dein Zeug hässlich ist, ne? Ja, ja. Ein Traum. Was denn? Nix, ich hab Spaß mit euch. Einigen wir uns einfach darauf, dass ihr alle hässlich baut. Du musst dich gar nicht erst zu Wort melden. Ja, du musst mich gar nicht, musst ja, gar nicht erst zu Wort melden, weil ich nämlich gar nichts baue. Deswegen kannst du nicht hässlich sein. Oh doch, da gibt's noch einen schönen Turm noch. Der ist ja auch nicht fertig. Der wird auch nie fertig. Wahrscheinlich. Vermutlich. Weil der kann Wetten aussprechen. Kann sich den da holen irgendwann. Ja, ich meine, wir können da ja mal Wetten aussprechen. Wann es fertig wird oder ob es fertig wird? Wann? Ich mach nicht mit. Kannst du nur verlieren. Oder ist nie auch irgendwie eine Zeitangabe? Haus? Creeper? Also wenn wir nie als Zeitangabe zulassen, dann sage ich halt nie. Ja. Ja, okay. Dann, ich sage, dieses Jahrhundert. Oh. Ja. Optimistisch, hä? So lange existiert die Map wahrscheinlich nicht mal mehr. Ich wollte gerade sagen, muss ich aber noch alt werden, damit ich hier, damit ihr alle eure Wette verliert. Hast du das nicht vor? Ich glaube, ist ein bisschen schwer, noch weitere 83 Jahre draufzusetzen. Oh, wer weiß. Ach, wir leben noch alle gesund. Ist gut, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr hochkomme. Ja. Gut. Kann ich euch auch kleine Glass-Paints machen? Paints? Klein schneiden weiß ich nicht. Also doch, ich kann ein Glass-Cover machen. Ich suche mal in diesem Ding, ob es da was gibt. Ja, die Cover gehen, aber ich glaube, du kannst nicht nochmal durchschneiden, oder? Ja, ich freue mich. Oder doch, klar, kannst du. Kleineres. Ja, nein, ich brauch's nicht bubble-formig, sondern einfach ein Viertel-Paint quasi. Also das ist wirklich ein scheint es nicht zu geben. Nö, dann. Dann. Wir machen halt keine Fenster. Nee, Fenster kommen eh nicht, das sieht scheiße aus. Ich brauche hier gerade was anderes. Achso. Clay. Wo ist er denn? Ich baue gerade noble Inneneinrichtung. Bisschen wenig Clay. In welchen Farm? Werde ich wohl müssen. Kannst ja auch ein Dach bauen, ich gehe Clay farmen. Dann suche ich lieber Clay. Ein Dach verbauen könnte, würde er es ja wahrscheinlich tun, nicht darum bitten. Was meint ich? Dann suche ich lieber Clay. Das heißt suchen. Den Mist hat man ja schnell. Oder war das schlimmer? Eben. Oh, ist das hübsch. Oh Gott, da ist ein Creeper. Hat man dir irgendwie deine Genitalien entfernt? Ja, vorhin. Was heißt entfernt? Oder auch Zeit, ey, endlich. Gab's nicht viel zu entfernen. Gefahr gebannt, dass du dich fortpflanzen darfst, ey. Ja. Wo kommt der her? Das ist wohl der Stalker Creeper.
Ich meine, ich sehe ihn nicht und plötzlich taucht er wieder auf. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 20.24 Uhr. Oh, ich werd vergiftet. Es ging, glaube ich, mehr um die Aufnahme. Ich weiß. Oh. Hat jemand einen Bogen? Ich hab ein Gewehr. Ja, den Clay will ich noch haben. Wenn Nacht wird, komm schon mal her mit einem Gewehr. Boss in der. Oh, ein Kammerjäger. So, der Clay gehört mir. Damit starten wir in der nächsten Aufnahme mit dem Bau eines Fernens damit und wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.